estás? Was machst du denn da? Wer ist da? Was ist hier los? Was machst du denn da? Was ist hier los? Was ist das? Hey, was hast du vor? Was ist hier los? Hey, wer ist da? Was machst du denn da? Was ist das? Hey, was hast du vor? Hey, wer ist da? Was machst du denn da? Wer ist da? Hey, was hast du vor? Was sagt man dazu? Hey, das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Hier drüben! Alarm! Das wird eine Freude. Hey, wir alle hier sammeln! Schlagt Alarm! Ah!
Heinrich, schön, dass du da bist. Viel Glück und Gesundheit. Gott schütze dich, Heinrich. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Zufrieden? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Ich wusste, wir werden uns einig. Beste Grüße. Heute ist mein Glückstag, ich spür's. Was ist mit dir?
und Gesundheit, Heinrich. Mal sehen. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Wie geht's dir, Heinrich? Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Was ist mit den Würfeln los? Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Man kann's nicht erzwingen. Heinrich, schön, dass du da bist. Willst du eine Runde würfeln? Mal sehen. Mal sehen. Was ist mit den Würfeln los? Man kann's nicht erzwingen. Das war's für mich. Vorbei.
Ich glaub's nicht. Aber jetzt wird's was. Mal sehen. Oh nein! Glück und Gesundheit. Mächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt?
Lass uns über den Preis sprechen. Ja. Zufrieden? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Was ist denn? Wie geht es dir, Heinrich? Besprechen wir den Preis. Ist gut. Zufrieden? So kriegst du mich nicht rum. Ja, das sollte passen. Verdammt! Gott sei mit dir, Heinrich.
musst ein Licht haben, so lautet das Gesetz. Hey, wo ist deine Packung? Was zum Teufel? Nur Banditen schleichen. Gott sei mit dir. Ich wüsste gern... Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Rathei? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich habe Trophäen. Zeig her. Was für eine Sammlung. Junge, du bist wohl Gottes Racheengel. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das höre ich gerne. Ich habe noch etwas. Ein paar Leute wurden westlich von Rathei überfallen. Auf dem Hügel, der vom Galgenberg aus gesehen auf der anderen Seite des Flusses liegt. Verstanden. Ich wüsste gern... Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Du darfst nicht im Dunkeln herumlaufen. Du musst ein Licht haben, so lautet das Gesetz. Verdammt! Hey, pass auf! Ich merke es mir.
Mehr hast du nicht. Na schön, jetzt bist du tot. Ich schlachte dich ab! Na gut, ich lass dich laufen. Oh, vielen Dank. Danke. Ungeschoren kommst du nicht davon. Zahle! Ich habe wohl keine Wahl. Thank you.
Kaffee! Zum Teufel! Was tust du da?
Gibt's was, das du kaufen möchtest? Was darf sein? Zeig mir, was du im Angebot hast. Hey, Bursche, komm mal. Was darf sein? Zeig mir, was du im Angebot hast. Hierher, Nachbar, für das feinste Wildbret überhaupt.
Was ist denn? Was zur Hölle machst du da? Ich würde gerne etwas kaufen. Sicher, Junge. Gott behüt dich. Gott Allmächtiger! Was führst du im Schilde? Hau ab, oder ich hetze dir die Wachen auf den Hals. Beste Grüße. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Können wir handeln? Wenn du Geld hast?